Spaß gemacht. Eine Welle nach der anderen bin ich gefahren. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Yeah. Wir sind noch immer im Forapeur. Da, wo es die heiße Dusche gibt. Da, wo es die heiße Dusche gibt. Wir haben es ausgiebig genossen, jeden Tag frisch geduscht. Ab morgen wird es dann nicht mehr so sein, weil da fahren wir wieder was weiter hoch. Ja. Aber vor allem gestern Abend war die Dusche ein Traum. Ich dachte, ich gehe noch schön in der Abendsession wingen. War richtig schön Welle. Und ich dachte, oh, schön Sonne, und plötzlich kommt eine schwarze Wand an, es hat geschüttet. Ja, und dann hatte ich echt kalt irgendwie, und mit dem Wetter, dann hat es echt gut getan, so heiß duschen danach. Ja, das war dann extra schön, ne? Ja. Bei dem wechselhaften Wetter hier im Norden. Wir bleiben noch so lange hier, bis dieses große Paket abgeholt ist. Wir haben da ein Surfboard verkauft und das wird jetzt verschickt. Von Dänemark nach Österreich ging eigentlich total easy, das zu buchen. Hat mich auch gewundert. Jetzt ist hier so ein Eisdiele. Und die Adresse haben wir benutzt, dürfen wir beziehungsweise auch benutzen als Abholadresse. Und ja, dann warten wir mal, bis der Abholfahrer kommt, dass das Paket dann auch bei uns nicht mehr im Weg liegt. Ja. Das wäre gut. Das wäre gut, ne? Ja, voll. Schön. Hast Kaffee? Du dich? Kaffee. Kaffee, ja. Nee, Kaffee ist gut. Kaffee ist gut, ne? I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Cheers. Herrlich. Heiß, Achtung, ne? Oh ja, heiß. So heiß. Hey, es hat geklappt. Hammer. Abgabenbeweis. Sehr gut. Oh, bin froh. Freut mich. Dann ist du unterwegs. Ja, und wir haben wieder Platz im Bus. Ja, das ist schon, das ist vor allem echt, weil es hat die ganze Zeit im Bus rumgelegen, ja. Mit dem Karton. Ja. Ja. Super. Jetzt okay. Musst du nur noch gut ankommen. Okay, ne, jetzt musst du nur noch ankommen. Ja. Ja. Super. Okay.
sind in Halstholm und heute ist, warum tanzt du? Burger Time. Mit Kartoffelsalat. Schon wieder Kartoffelsalat. Hat so gut geschmeckt gehabt letztes Mal. Ja. Dann haben wir das jetzt direkt wieder gemacht, aber diesmal mit Burgern und nicht mit Maultaschen. Mhm. Und ein grüner Salat, ne? Also ja. Ein bisschen Grün ist dabei. Okay, und da sind die Burger, die kommen hier auf die Brötchen. Das sind noch Sauergurken. Das ist mega auf dem Burger. Vor allem nach so einem Tag wie heute. Ja. Wir sind erledigt vom Wasser. Ich habe Blasen an den Händen. Oh, Blasen an den Händen. Ja, man sieht es ein bisschen, ja. Da. Ja. Und da. Ja, also harte Arbeit, aber schön war es auch, oder? Ja. Und Kampf. Ein Kampf. Es sind große Wellen. Warte, ich zeig kurz draußen. Das ist jetzt, wie es aussieht. Also große Welle, auch wenn es von hier oft sieht es dann viel kleiner aus. Man erkennt es vielleicht am Windsurfer oder an den Wellenreiter, die da vorne liegen. Es waren schon große Welle, aber sehr, sehr schön. Morgen mehr davon, aber erst geht's echt am Essen. So. Oh, daneben. Da nochmal. Drauf. Oh, dann Gürkchen. Gürkchen. Abtropfen. Eins. Zwei. Drei. Sowas oder noch ein? Nein, mehr. Mehr? Oh, du spritzt überall den Gurkensabber rum. Oh, sorry, es tut mir leid. Reicht das 6 am Gurke? Ich hätte gesagt ja. Okay. Bei der McDonald's kriegt man nur einen kleinen drauf. Ja, McDonald's, die untertreiben auch immer. Das ist auch nicht so lecker. Ich finde, das sieht mega aus. Mhm. Also, wir guten. Erst den Burger komplett und dann Salat. Dann setzen wenn ich einen Burger mal in der Hand habe, will ich ihn nicht mehr aus der Hand legen, sonst fällt alles auseinander. Ja, also machen wir es. Der Plan steht. Also, guten. Guten. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Morgen aus Halmsholm nochmal und ich dachte, ich zeige euch mal kurz unser Stellplatz heute Nacht. Der ist irgendwie super süß auf so einem kleinen Parker mitten im Grünen oben auf dem Berg und wie ihr vielleicht seht, stehen wir hier an so einem Bunker. Das ist so ein Bunkerresten oder was da noch von übrig ist. Die Natur, die nimmt es sich wieder zurück, was da im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Schon irgendwie verrückt und das sind riesen Betonklotzen, denn das ist irgendwie auch echt typisch hier von der Gegend. Man sieht es überall natürlich an der Küste, stehen diese Bunker und es gibt auch ein großes Bunkermuseum. Lohnt sich das zu besuchen und ja, das eignet so hier ein bisschen diese Küstenabschnitt. Und wir fahren heute nochmal am Wasser bei Halmsholm. Wir sind verwöhnt mit richtig viel Wind, Sonne und Welle. Und fast so viel und die Tage sind auch so lang, dass wir irgendwie echt aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel aufs Wasser kommen und auch noch ein bisschen Ruhe haben oder Ruhe bekommen. Ja, auf jeden Fall heute gehen wir noch hier aufs Wasser und dann geht es auch wieder weiter auf Tour. Und ja, wir nehmen euch natürlich mit. Also, schönen Tag. Ich zeige euch mal kurz, wie Halmsholm von oben aussieht. Ganz typisch, die Windmühlen und die Fischfabrik. Anscheinend
hat sie immer übelst nach Fisch gestunken, weil sie die Fische an der Mole da rausgelassen haben immer. Oder der Müll, der Fischmüll. Ist aber nicht mehr so. Also das hat sich einiges gebessert hier. Und ich muss sagen, es riecht auch eher einfach nach frischem Meereswind. Also schön ist hier, da man sieht man es, sie steht auch direkt unter den Windmolen geparkt. Und ja, der Spot ist riesig. Man kann hier überall fahren und überall entlang der Küste gibt es da Spots zum Fahren. Genügend Welle für jeder. Ja, mega cool. Also wir machen uns auch mal auf den Weg nach unten und dann geht's auf dem Wasser. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A nomad, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. Es ist 10 Uhr abends und es ist immer noch so hell, es sind immer noch Leute auf dem Wasser und man kann bestimmt noch eine Stunde auf dem Wasser sein. Ja, traumhaft. Wir hatten hier heute wieder einen richtig geilen Tag, ganzen Tag auf dem Wasser. Oh, und es hat einfach so Spaß gemacht. Eine Welle nach der anderen bin ich gefahren und da vergisst man so komplett die Zeit und dann kommt man zurück und dann ist einfach schon 6:30 abends oder so und man erwartet es gar nicht, weil es einfach noch so hell draußen ist. Ja. Mega schön. Wir haben hier noch Abend gegessen, weil man hier so schön aufs Wasser gucken kann und den Surfer noch zuschauen. Und jetzt fahren wir dann an unser Plätzchen zurück, wo wir immer übernachten. Und dann gibt es noch einen Tee, noch was arbeiten und dann geht's ins Bett. Wir sind erledigt. Also, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay. Hallo, willkommen zurück im Dschungel. Ja, ich wollte gerade sagen, könnt ihr es erkennen? Wir haben wieder einen leichten Grünstich. Das heißt, es regnet. Wir haben die Plane wieder drauf. Wir haben das Dach noch nicht geklebt, weil es waren zu gute Surfbedingungen. Es war ständig Wind und Wellen. Wir waren nur auf dem Wasser gefühlt. Es war traumhaft einfach. Also, mega. Richtig, richtig schön. Ja. Uns wurde aber auch erzählt, wir haben richtig Glück gehabt, dass einfach die Bedingungen einfach erstmal so stimmen. Und dann war es auch noch relativ ruhig auf dem Wasser. Man hatte teilweise die Welle vor uns. Das ist brutal. Wir waren zu viert auf dem Wasser. Eine Welle nach der anderen. Alle Ja, also. Ja, mega. Und es sieht weiterhin gut aus. Heute ein Ruhetag. Ab morgen geht's wieder los, auch Wind, Welle, das hört gar nicht auf. Nee, herrlich, also das ist, das treibt uns schon an. Ja, und wir jetzt stehen hier übrigens wieder in Nöre-Forepeur, weil wir duschen möchten. Ja, also eigentlich nur für die warme Dusche. Also vielleicht hätten wir auch hier aufs Wasser gehen, aber es ist einfach zu schlecht heute. Also wir sind nur für die warme Dusche hier. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann starten wir sauber in die neue Woche, würde ich sagen. Frisch geduscht. Ja. Oder? Genau. Auch können wir wieder eine Woche. Wenn ihr uns nicht riechen könnt, also im wahren Sinne des Wortes, hoffentlich nicht im sprichwörtlichen Sinne, genau. Sehen wir uns dann frisch geduscht nächste Woche. Also, macht's gut. Bis dahin. Dach. Dui, dui.